Hallo Leute, ja, wir sind hier im Lager, wir können hier was ausbrüten, das machen wir, ihr schaut's Logo und dann gucken wir weiter, ne? Ein Ruby ist da drin, ne? Okay, alles klar. So, dann können wir hier noch ein Ei reinsetzen. Ich hatte noch eins mitgenommen, dann kann der nächste Ruby wahrscheinlich da rauskommen und das war's dann. Da ist nichts passiert mit den Gigasphären. Ich hatte eben hier Eisen aufgenommen. Können wir noch mehr machen? Weiß ich nicht. Ne, können wir nicht. Rezept wählen, da brauchen wir ja eigentlich nichts hier jetzt, oder? Können wir noch Feuerpfeile machen? Bestimmt. Zwei Stück. Naja, dann macht die zwei Feuerpfeile noch. Ups, falsche Taste. Jetzt können wir hier noch was reinlegen. Ich glaube, wir hatten ja noch fünf Huhn nicht. Ah, das ist aber schon besetzt. Dann brauchen wir das da auch nicht reinmachen. Hier ist ein leckeres Pilzgericht drin. Okay. Ja, wird schon werden, was wir da essen können. So, das heißt, das war's. So, da haben wir, ja, wir haben genug Eier dabei. Geht erstmal. Können hier gucken, dass wir was reparieren. Haben wir jetzt Eisenbahn genug eingesammelt gerade. Da fehlt uns eine Feuerdrüse, die müssten wir aber auch noch im Lager hier irgendwo haben. Ich glaube in dieser Kiste vielleicht, oder? Ne. Und hier welche drin? Ne. Ne, aber dann müssen die auch da sein, ne? Ne, dann haben wir keine wahrscheinlich. Ne, dann haben wir keine, aber ist nicht schlimm, dann bleibt das so. Ja, die pennen gerade alle. Was machen wir jetzt? Ich denke, wir versuchen nochmal den Gegner mitzumachen. Ich habe in unserem Team jetzt einen neuen Pal aufgenommen. Der eine, der Robin, der war ja kaputt. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir da nochmal irgendwo hinkommen, wo wir waren. Und vielleicht nochmal mit diesem anderen Pal unser Glück versuchen, oder? Oh, hier gibt es gleich einen Angriff. Ist irgendwie eine Rakete oder was? Nein. Hört sich auf jeden Fall so an, ne? Wer schießt denn hier? Oh, der Angriff ist weg. Gut, schauen wir mal. Noch ein Versuch mit meinem neuen Gleiter, den ich da jetzt ausgewählt habe. Da oben war natürlich jetzt hier so ein Turm da, ne? Lass mal gerade die Karte gucken. Turm der Liga der Palfreunde. Dungeon Level 38. Komm, zack. Wir probieren's. Haben wir jetzt die richtige Waffe in der Hand? Das ist die Frage, ne? Knarre geht schon nicht, ne? Das sieht schon nicht gut aus, ne? Oh Mann. Ist das mit Feuerfallen? Ich glaube schon, ne? Den Dingenspal hat's erwischt. Oh. Brennt er endlich? Aber nimmt kaum Schaden, oder? Ah, doch, doch, da geht was runter. Lass man erstmal abfackeln. Tja, wenn da mal brennen würde, ne? Aber macht da gar nicht.
Jetzt brennt er wieder. Warte, ich müsste mal einen neuen Pal auswählen, ne? Okay, das war jetzt nicht so viel, ne? Also wir kriegen jetzt ein bisschen was runter, aber wirklich viel ist es nicht. Habe ich keine Pfeile mehr, kann das sein? Ich schätze mal ja. Scheiße, getroffen. Auch noch gefesselt. Dann bleiben wir gerade ganz dran, nah dran, und dann kann uns glaube nichts passieren, oder? Und der ist auch schon gleich kaputt. Auch nix, ne? Wo ist er? Da. Ich habe keine. Oder den eingefroren oder was? Wäre schon schön, wenn wir mehr treffen würden, ne? Okay, wir kommen besser diesmal klar wie letztes Mal, aber es ist langwierig. Runter. Naja, ein bisschen ist es schon, ne? Ist der andere schon tot? Ich glaube ja, ne? Haben wir noch einen? Ich habe immer Angst, dass er die mich auch treffen. Friendly Fire, aber. Der ist auch schon kaputt. Vielleicht haben wir mal irgendwann einen dabei, der gut ist. Das sieht gerade nicht so aus, ne? Ja, jetzt hat der den noch erwischt. Mich erwischt. Na, der ist auch gleich kaputt.
liegt dir nicht. Es läuft nicht gut. Haben wir mal einen wirklich mal richtig getroffen gerade. Ich habe wieder was abgekriegt. Und der saß. Ich glaube, jetzt habe ich keinen mehr da in der Reserve, ne? Ne. Und das ist vorbei. Die Hälfte ist runter erst. Und ich muss jetzt alleine machen, ne? Und den darf ich nicht abkriegen. Ich glaube, das war's, ey. Nee, doch nicht. Wir haben uns ein bisschen gut erholt. Da nicht getroffen, glaube, oder? Wieder zu sehr getroffen, ja. Das war's. Ja. Keine Chance gegen das Vieh. Ärgerlich, aber ist halt so. Aber, was ich dann euch sagen wollte, wir haben jetzt ein bisschen hier gespielt, aber so, aber ich bin jetzt ein bisschen an dem Punkt angekommen, dass ich sagen muss, das ist so nicht so der Bringer für mich, das Spiel. Also, es hat sich in letzter Zeit so ein bisschen gewandelt, dass die Lust dabei verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es im Mehrspieler oder sowas, das könnte sein, aber hier ist es jetzt gerade für mich so, wo ich sagen würde, boah, nee, brauche ich nun wirklich nicht, ne? Das ist leider so. Hat jetzt nicht so den Erfolg, den ich mir vorstelle, ne? Gut, ich würde jetzt auch die Serie hier beenden. Wenn ihr meint, dass man noch weiterspielen sollte, dann schreibt das mal rein. Und ja, es ist, wie gesagt, für mich ist es so ein bisschen aufgebraucht momentan. Vielleicht würde es im Multiplayer vielleicht mehr Spaß machen, kann sein, ich weiß nicht. Aber hier ist es so, ich habe erst gedacht, es wäre ein cooles Spiel mit den Pals, die dann die ganzen Sachen machen oder so. Aber im Endeffekt verlagert sich das alles nur. Du rennst dann noch hier mehr durch die Gegend, guckst du, dass die Klamotten alle Levels und sowas. Musst aber auch noch ziemlich viel hin und her laufen und so. Ich glaube, das ist es nicht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in den anderen Projekten. Würde mich freuen, wenn es Video auf anderen Kanälen teilt. Ja, so ist es halt, ne? Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn es euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit ihr kein Video verpasst und so weiter und so fort, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen hier quer. Macht aber nichts. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar drunter, was ihr dazu haltet, dass wir es aussetzen oder ganz sein lassen oder ob wir doch weiterspielen sollen. Ich bin momentan da doch eher entspannt und sage, nee, machen wir nicht. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.